Ja, Guys, also ich, ganz kurzes Update. Gazprom-Aktien habe ich jetzt alle verkauft. Also die restlichen, die ich noch hatte. Ich habe ein paar schon davor verkauft gehabt, über 9 Euro. Und jetzt habe ich noch die restlichen bei 8,50 verkauft. Ich habe die meisten gekauft, so zwischen ja, 4, 3, 3,80 Euro, die tiefsten, glaube ich, und das und 5 Euro oder sowas. Ich habe noch irgendwo so einen kleinen Sparplan laufen, also da kaufe ich sie dann wahrscheinlich wieder zurück, aber in einem ganz kleinen Umfang. Das ist nur so ein paar hundert Euro Sparplan, aber ich hatte eine ziemlich große Position bei mir im Portfolio von Gazprom-Aktien, die habe ich jetzt einfach rausgehauen. Nichtsdestotrotz, erstens mal nach dieser fast Verdreifachung seit letztem Jahr ist einfach die Luft raus. Zweitens habe ich jetzt einfach gesehen, was da Lukaschenko an der Grenze macht, und das unterstützt ja Russland. Ja. Also ohne Russlands Rückendeckung würde das nicht möglich sein, und dort werden einfach Kinder und Frauen quasi mit Waffengewalt an die Grenze gedrängt, um quasi die Flüchtlinge als Kriegsmittel zu benutzen. Und das ist bei mir, also das ist bei mir ein absolutes No-Go, das geht gar nicht. Also ich bin zutiefst erschüttert. Und letztendlich passiert es ja letztendlich mit Rückendeckung von Moskau, also vom Putin. Und da habe ich einfach jetzt gesagt, ich will von diesem Land keine Aktien mehr haben. Ja, zumindest für aktuell bin ich super enttäuscht und hab absolut keinen Bock mehr auf diese Aktie. Mir ist scheißegal, was da passiert. Ich werde das sind jetzt ein paar 10.000 Euro, die ich jetzt wieder locker habe, und die werde ich jetzt nach und nach einfach in andere Aktien wahrscheinlich umschichten. Mal schauen, was da so kommt in den nächsten Wochen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bis dahin, dein Thomas Klein. Bye bye. Wenn es wieder heißt, welche Aktien kaufen, Mission Millionär, ne?